Wir schnappen uns natürlich unsere Runen, aber hier drin lauert der Tod, Freunde. Das ist der absolute Tod, vor allem er hier. Hey. Der mit seiner Armbrust, ne? Wow. Komm raus. Komm raus, du Drecksack. Oh mein Gott, oh mein Gott. Sackgasse. Da habe ich sie nochmal gut erwischt. Parfümeur Anchoué. Schön. Schön mit dem Blitzschwert noch erwischt. Zum Glück habe ich das noch ausgepackt. Was gibt's hier? Wärmender Stein. Ja, den habe ich gebraucht. Das ist so. Es ist so schwer, hier durchzugehen. Das ist echt krass schwer. Aber goldene Runen regnet es hier ohne Ende. So, leg dich mal hin. Parfümeur Sarong. Geil, okay. Liebe. Was? Ist das so? Oh, hier geht's durch. Na, gibt's hier Miranda Pulver. Nehme ich. Warum auch nicht? Hier lohnt es sich sogar mal, die Gegenstände zu zerdeppern. Ja. Bin ich jetzt im Kreis gelaufen? Wahrscheinlich. Ich kenne mich halt null aus hier, ne? Ich bleib erstmal auf der Etage. Ich guck mal, was es hier so gibt. Gar nichts. Hier geht's raus in einen Hof. Und da ist wieder ein Gegenstand. Und da spielt jemand seine Flöte. Hat sich ausgeflötet, mein Freund. Ausgeflötet. Es reicht. So. Ein Schmiedestein des Levels 6. Danke. Hier könnte man runter, aber ganz ehrlich. Nee. Will ich nicht. Das will ich nicht. Gut, gehen wir hoch. Schauen, was es hier oben gibt. Wenn wir nicht hier schon mal waren. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir hier schon mal waren. Oh Gott, ich werde mich tausendfach verlaufen. Ey, es tut mir jetzt schon leid. Freunde, es tut mir wirklich leid. Wo sind wir hier überhaupt? Ich versuche mal irgendwie weiterzukommen. Was gibt's hier hinter der Theke? Eine Nachricht. Hätte ich nur dies, Händler. Ja, der würde hier sehr gut hinpassen. Sehr gut sogar. Der könnte direkt was verkaufen. Geh mal hier weiter. Die Treppen hier hoch. Da ist auf jeden Fall mal ein Gegner, den wir noch nicht erledigt haben. So. Alter, was zum Henk hat uns da so viel abgezogen? Nice, haben wir beide erwischt. Leyndell Ritterhelm. Der sieht doch mal ganz schick aus. Mikellas Lilie. So, okay, die Tür geht nicht auf. Tolle Wurst. Dann ist das hier eine Sackgasse? Echt? Okay. Wirklich? Moment. Keine Tür voraus, alles klar. Aber jede Menge Blut. Jede Menge Blut, die wir hier vergossen haben. Ja. Na gut. Suchen wir weiter nach einem Weg durch dieses riesige Labyrinth. Es ist wirklich ein Labyrinth. Wirklich. Okay, da waren wir schon. Hier haben wir noch so ein... Gegen so einen Kackgegner, weißt du? Oh Mann, das nervt.
warten, verdammt doch mal. Okay, wir holen uns unsere Runen wieder und machen von hier weiter. So, wir stehen jetzt genau über unseren Runen und hier ist ein Gegenstand. Nämlich eine goldene Rune Nummer 9. So, kann ich den hier hinterrücks erdolchen? Kann ich nicht. Warum nicht? Alter, er kommt ja gar nicht klar. Gut, den haben wir. Und ich meine, wir haben jetzt knapp 94.000 Runen. Das ist eine Menge. Das ist eine Menge. Wir brauchen ein Feuer, um das auszugeben, um es ausgeben zu dürfen. Vielleicht sollte ich einfach mal zurückreisen. Bevor ich hier alles verliere. Sollte ich tun. Ich glaube, das macht am meisten Sinn. Ist das das hier? Das müsste es sein, ne? Und da war auch noch eine Tür, die ich mir noch nicht angeguckt habe. Erst einmal den hier. Also, es ist, bevor ich das alles verliere und jedes Mal neu hole, ganz ehrlich, da mache ich lieber einen Stufenaufstieg. Was brauche ich denn? Stärke, Geschicklichkeit. Ich mache mal Stärke. Oder? Weil Kondition ist halt auch wichtig. Oder Kraft. Ich mach Stärke. Warum nicht? Wir machen den Stärke-Build hier. Wir sind der Stärkste. So. Die Tür, die ich meine, die ist hier unten. Gleich. Ich renne mal an einen vorbei. Tschüss, Freunde. Was ist das hier? Vision hiervon. Mhm. Oh mein Gott, ihr spielt so schief und krumm. Das ist ja nicht mehr auszuhalten. So, hier runter und dann... Ein Horn des Gesandten haben wir bekommen. Ist das eine Waffe? Erstmal den hier. Miedestein, danke. Ein Horn des Gesandten? Was war das denn? Hä, was habe ich denn jetzt gemacht? Inventar. Nein, Quatsch. Ausrüstung. Ich Idiot. Horn des Gesandten. Ein goldenes Horn der Orakelgesandten. Bei seinem Gewicht spürt er jeden Treffer durch Mark und Bein. Eigentlich ist dies ein Instrument. Aber kein normaler Mensch könnte es je spielen. Vielleicht ist die Zeit für sein Erklingen auch einfach noch nicht gekommen. Es ist eine Waffe. Oh Gott. Aber dafür brauchen wir den Glauben. Den Glauben haben wir nicht, dass das eine Waffe sein könnte. Das kann ich sogar sehr gut nachvollziehen. So. Alter, wer spielt denn da so krumm? Hinterhalt voraus, da Vorsicht vor rechts. Hier? Oh, wir sind wieder hier. Okay. Also ist das gar kein... Okay, toll. Ich dachte, wir haben jetzt hier einen neuen Weg gefunden, aber das ist wohl nicht der Fall. Alter, der spielt so krumm da oben. Der geht mir auf den Sack langsam. Das war ein knappes Höschen. Hallo? Alter! So, ich mach mich mal hier vom Acker. Und geh mal hier runter. Wo bin ich jetzt? Oh mein Gott, schon wieder hier. Hier entlang möchte ich. Einfach nur mal sehen, wo es hier noch hingeht. Ja. Du kannst gerne chillen. Ich will gar nicht gegen... Ich will nicht gegen dich kämpfen, Mann! Er will unbedingt. Okay. Ich hasse diesen Gegner. Alter, wenn ich jetzt schon wieder sterbe, ne?
hart. Oh nein, Hunde. Oh Gott. Hunde. Zum Glück halten die nichts aus. Ein alter Reißzahn. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich lang soll. Ich gehe hier vollkommen orientierungslos durch diese Hauptstadt und ich sehe nichts. Das Einzige, was ich weiß, was ich mir aufgeschrieben habe, ist ein Brunnen. Ich soll einen Brunnen suchen. Mal gucken, ob ich diesen Brunnen jemals finden werde. Oh, okay, Alter. Was zum Henker bist du denn, Mann? Was machst du hier? Warum bist du hier? Okay, Moment. Alter, ich... Okay, weißt du was? Komm her. Du bist nicht mein Boss. Oh, fuck, ey. Das ist kein Boss. Warum verliere ich gegen den? Oh, ich hasse alles. Die Hauptstadt. Ich hasse diese Hauptstadt so sehr. Alter, das ist so krank hier. So, der Kollege, von wo kam der jetzt? Der kommt einfach vom Himmel. Klar. Na sicher. Danke. Ich habe gar kein Interesse, gegen den zu kämpfen eigentlich, aber ich muss. Ich muss. Shit. Okay. Die können wir nicht rufen, warum nicht? Also sie. Wir haben nicht genug FP wahrscheinlich. Shit. Okay, komm her. Wir haben ihn ja gleich schon. Vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nicht. Oh mein Gott. Komm schon! Fürstenrune! Wie viele Runen kriegt man denn da raus? Kann ich hier hoch? Kann ich, okay. Heiliges Fett, vielen Dank. soll ich jetzt da lang? Lendell, königliche Hauptstadt. Oder ich gehe erstmal in die andere Richtung. An dem Wagen links vorbei. Da waren wir auch noch nicht. Glaube ich. Dann schaue ich mich hier ein bisschen um. Was auch immer hier kommt. Es wird mich wahrscheinlich killen. Es wird mich killen. Oh Gott. Hier ist ein Brunnen. Das ist der Brunnen, oder? Ist das der Brunnen? Sag mir bitte, das ist er. Der uns in die Kanalisation führt? Nein? Okay, da kann man gar nicht rein. Shit. Das scheint nicht der richtige Brunnen zu sein. Verdammt. Was bist du? Nix. Das sah aus wie ein Geheimgang, aber das ist keiner. Okay, bevor ich hier mich verdünnisiere, schaue ich hier nochmal gerade. Okay, das gefällt mir hier überhaupt nicht. Das ist wieder so ein Kack. So ein Kackgegner. Der dreht sich bestimmt um vorher, oder? Tut er nicht? Tut er nicht! Bitte, bitte, bitte. Bitte, 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 bitte. Es ist... Alter, der trifft auch jeden Schlag. Jeden fucking Schlag, oder was? So, was bewachst du hier? Ich schau mir das erst an, wenn ich gegen dich gewinne.
Nicht schlagen, nicht schlagen. The fuck war das denn, ey? Oh mein Gott. Etwas Unglaubliches voraus, ja. Etwas unglaublich Nerviges sogar. Mann. So, was bist du? Eine Heldenrune 5. Was? Ich meine, Heldenrune 5 scheint mir sehr hoch zu sein, oder? Okay. Was zum Henker geht hier ab? Was ist das hier? Ich habe keine Ahnung, wo wir hier hinfahren gerade, aber ich tue es mal. Weil irgendwo müssen wir ja hin, ne? Irgendwo müssen wir ja hin. Okay, das ist diese Abkürzung. Alles klar. Okay, sehr, sehr gut. Endlich weiß ich, wo wir sind. Endlich weiß ich, wo wir sind. Das ist ja ein Traum. Okay, das heißt, wir haben hier eine kleine Abkürzung, die uns hierhin bringt. Zu diesem Brunnen. Aber dieser Brunnen ist kein, ist nicht der Brunnen, den wir suchen. Leider. Das ist schlecht. Also das ist nicht der richtige Brunnen. Das ist scheiße, Mann. So, ich gehe mal hier weiter nach links. Schauen, was es da so gibt. Ist das ein Tor, das wir öffnen können? Oder nicht so? Alter, ich habe das Gefühl, dass wir an jeder Ecke sterben könnten. Weil es auch so ist. Okay, der mit der Trompete, der gefällt mir nicht. Oh, schon wieder so einer, Mann. Hau doch ab. Okay, da ist ein Gegenstand, den die bewachen. Wichtkopfleiche, was? Zum Teufel war das denn? Ich bin tot. Ich hab die Lampe aktiviert. Shit. Oh Gott, wir müssen hier weg. Oh mein Gott. Das ist nicht meine Gegend hier. Oh mein Gott, nein. Hau ab! Shit. Lauf mal schneller, Mann! Ich will nur wissen, was es hier noch gibt. Öffnen. Was kann ich denn hier öffnen? Ja, klar. Der verfolgt mich auch bis in den Tod, oder? Alter, stirb! Verdammte Kacke, stirb! Okay, ich habe hier irgendein riesiges Tor geöffnet, aber ich weiß nicht mal, ob wir hier sein sollten. Oh Gott, wo sind wir hier? Und was macht ihr da? Sollte ich die angreifen? Ist keine gute Idee. Ich tue es mal trotzdem. Best im Blut, danke. So, wir sind hier am Rande der City. Ich guck mal, was es da oben gibt. Wir gehen wahrscheinlich gleich wieder zurück in die andere Richtung, aber ich würde gerne erstmal gucken, ob wir hier vielleicht so ein Feuer sehen und finden.
Hier gibt es ja auch einiges an wertvollen Objekten. Okay, der scheint ein bisschen härter drauf zu sein. Schlaffett. Es gibt alles mögliche an Fett. Da liegt noch einer. Scheiß auf den. Wer bist du denn? Okay, der ist am Beten da, glaube ich. Sollten wir uns schnappen. Okay. Sehr schön, denn ich möchte diesen Dunkelschmiedestein. Ja. Rumpf versuchen. Haben wir schon. So. Okay, wir erkunden natürlich die City. Und wir sind mittendrin, die City gerade zu erkunden. Aber ich habe halt keine Flaschen mehr. Und da kommt ein krasser Gegner. Oh mein Gott. Es ist nicht gut. Sag mir bitte, hier ist irgendwo ein Feuerchen, Mann. Ich habe lange kein Feuerchen mehr gesehen. Hier, das sieht doch aus wie ein Feuerchen, oder? Nein, auch nicht. Ich fahr mal hoch. Ich fahr einfach mal hoch. Ich weiß nicht, wo es hinführt. Ich habe keine Ahnung, wo es hinführt. Ich fahr mal hoch. Oh mein Gott. Okay. Okay, what the fuck? Was ist das hier? Ist das ein Bossfight? Ich hoffe, wir können hier irgendwo... Wir haben ja kein Feuerchen, was? Nix. Nirgendwo. Und ich kann nicht da rein. Flammendrachentalisman oder was auch immer das war. So, nice. Ich kann nicht diesen... Fight machen. Siegel untersuchen. Versiegelt von Morgoth, dem Gnadenbeschenkten. Was? Von Morgoth, dem Gnadenbeschenkten. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Aber hier können wir anscheinend nicht durch. Oh, okay. Hier geht's auch raus aus der City, sehe ich gerade. Wäre doch perfekt jetzt, wenn ich hier ein Feuerchen hätte, Mann. Spiel, warum gönnst du mir nichts? Hier gibt's auch überhaupt nichts. Ich kann nirgendwo hin. Okay. Da müssen wir wieder zurück. Das heißt, wir sind hier noch zu früh, um hier irgendwas zu machen. Ich hoffe, der Typ hier unten wartet nicht schon auf uns. Den ich eigentlich abhängen wollte. Okay. Keine Ahnung, wo der ist. Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob wir hier runterkommen. Ja, hier kommen wir runter. Wird nur sehr tödlich enden. hier auch. Okay. Das bedeutet eigentlich, wir müssen eigentlich wieder zurückgehen. Ich bin sofort wieder da. Kleinen Moment. So, da bin ich wieder. Es geht weiter. Hier ist ein Gegner, den ich gerne umhauen würde, aber ich schaffe das nicht in dem Zustand. Ziemlich sicher schaffe ich das nicht. Ja. Ist jetzt halt die Frage, ist hier noch irgendwas Interessantes für uns? Oder nicht so? Außer er jetzt halt, ne? Dieser Typ. Der wird uns safe umbringen. Das wird mir nichts bringen. Der wird uns safe umbringen. Wir kommen eh wieder. Wir kommen eh wieder. Wir müssen ja eh hier dran vorbei. Und dann nehmen wir alle mit. Das heißt, ich würde gerne hier zurückreisen. Alter, das ist richtiger Schisser-Move. Ich weiß, aber hey. Man tut, was man kann, ne? Wie viel
Wie viele Runen haben wir? 38.000. Wie viel bringt denn diese eine Rune, die wir bekommen haben? Diese Fürstenrune. Benutzen, um eine große Fülle von Runen zu erhalten. 50.000 Runen kriegt man dadurch. 35.000. Ich glaube, eine von denen reicht uns, ne? Können wir dann jetzt... Können wir. Ganz knapp, aber können wir. Unbedingt Kondition oder LP. Kondition mache ich mal. So. Also diese City macht mich kirre, Freunde. Die macht mich kirre. Wir nehmen natürlich die Abkürzung. Und selbstverständlich ist der Aufzug nicht da, wo er sein soll. Unsere Rüstung. Richtig cool. Die sieht richtig, richtig nice aus, die Rüstung. So. Mach mal das Lämpchen an. Aber der ist, der kommt nicht wieder hier, oder? Nee, der ist tot. Oh, Glück. Ich dachte schon. Diese Ritter, die sind hart. Die sind hart im Nehmen, muss ich sagen. Sehr, sehr hart. Da drüben ist auch noch ein Aufzug. Den schaue ich mir auch nochmal an. Wo auch immer der hinführt. Hier ist sonst nichts. Hier kann ich auch nicht raus. Hoch oder runter? Es geht selbstverständlich runter. Und zwar sehr langsam. Eine sehr kurze Fahrt war das jetzt. Ich kann hier aufs Dach. Es gibt so viele Wege. Oh mein Gott, es gibt so viele Wege. Und wir kommen dem Drachen immer näher. Ich glaube, der Drache, dieses Gebäude, wo der Drache drauf ist, das ist unser Ziel, oder? Kann das sein? Boah, wir müssen ja eigentlich in Richtung Baum gehen. Vielleicht hier oder dort? Ich habe keine Ahnung. Es ist so riesig hier. Es ist schon zu riesig. Mal gucken, was wir hier so finden. Goldene Rune, danke sehr. Oh, die Toten erheben sich. Alles klar. Was bist du? Nichts. Schotterstein, ja geil. Mist! Ich habe ihn nicht erwischt. Lass mich! Oh mein Gott, ich musste mich gerade richtig konzentrieren. Komm ich hier rüber? Hier komme ich rüber. Aber bringt das irgendwas? Immer noch kein Objekt. Toll. Das wäre doch prädestiniert für ein Objekt hier. Leider, leider nicht. Okay, was auch immer du bewachst, Kollege. Ich will es. Der bewacht gar nichts, oder? Nee, gar nichts. Hier ist nichts. Scheiße. Viele Wege. Viele unnütze Dinge. Unnütze Wege. Hier ist nichts zu finden. Aber hier geht eine Treppe runter. Ich bleibe erstmal auf der Seite. Und schaue mir das Spektakel hier an. Okay, wie viele von euch stehen jetzt auf? Keiner. Bleib liegen. Was sind denn das hier für Türen? Das sieht so special-mäßig aus. Sehr nice. Was hast du für uns? Steinschwertschlüssel, die brauchen wir immer. Die brauchen wir immer, damit wir auch immer genügend von diesen Dingern haben,
falls wir mal den Bedarf haben, Freunde. Falls wir mal den Bedarf haben. Ich würde so gerne jetzt ein Feuerchen finden. Das würde mir sehr helfen. Oh mein Gott. Kommt her, Freunde. Ich schlage mich einmal hier durch. Okay. Nur für diesen Gegenstand. Klärende Boli. Okay, cool. Nehme ich. Und dann ist hier eine Leiter. Moment, kann ich hier durch? Oh, das kann man einfach öffnen. Cool. Noch ein Steinschwertschlüssel. Ja, ist ja... Das ist ja Dream. Dann ist ja ein Dream, Freunde. Oh Gott, okay. Die Hauptstadt ist mega, mega groß. Was ist das hier? Wo sind wir denn jetzt? Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Aber hier ist ein Feuer. Oh ja. Das habe ich gebraucht. Das ist jetzt wichtig. Das ist jetzt mega wichtig, Freunde. Ich würde sagen, die Aufnahmesession ging sehr, sehr lang und sie war mega geil. Wir haben einiges geschafft. Wir haben einige Gegner besiegt. Und wir werden hier vom Straßenbalkon beim nächsten Mal wieder starten mit unserer wunderschönen Baumrüstung. Wo sind wir jetzt überhaupt? Wir sind mittendrin. Wir sind mitten in der Hauptstadt. Und wir werden uns den Weg durch diese Stadt bahnen. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß, Freunde. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, vielen Dank fürs Zusehen und adios, amigos. Ciao, ciao.